Hallöchen ihr Lieben zu unserer zweiten Angezockt-Folge zu Resident Evil Remaster HD Deluxe Ultra Super Duper Version. Und ich habe jetzt den Controller dran und ich glaube, ich merke jetzt schon, dass es besser funktioniert. Sehr schön. Ja, und wie gesagt, wie letztes Mal schon, das hier ist schon krass verschwommen, aber das ist halt so, ne? Da kamen wir nicht durch. Wobei ich hier noch nicht ausprobiert hatte. Weil ich ja... Oh, ein zerbröckelnder Grabstein. Er trägt weder Namen noch Inschrift. Ach ja, ich dachte, vielleicht sollten wir das hier mal kombinieren. Dann haben wir nämlich einen Platz wieder frei. Und schauen wir uns mal hier um. Okay, ich krieg's hin. Seien wir mal lieber vorsichtig. Da hinten ist was. Seht ihr das? Da links. Aber ich gehe erstmal hier lang. Was haben wir denn? Oh, das ist ja eine ganz, ganz fiese Kameraeinstellung. Aber cool. Ein Grabmal mit dem Bild eines Engels. Hier ist eine Einbuchtung in Form einer Pfeilspitze. Sowas haben wir nicht, oder? Wir haben nicht viel. Wir haben nur ein Symbol. Okay, ich glaube, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Was haben wir hier drüben? Oh, nee. Oh, nee. Was? Ich glaube, das war ich selber. Ja. Und was ist das? Gewehrmunition. Wir müssten mal endlich in so einen Raum kommen, wo eine Kiste ist, damit wir die Sachen ablegen können. Ich weiß nicht, ob ich uns heilen soll. Ach, Mann, ich will das halt nicht vergeuden. Das Heilkramszeugs. Also viel war hier nicht, aber wir müssen ja auch noch da oben auf in die erste Etage der Haupthalle. Und naja, wir waren ja fortgerannt aus dem Flur mit dem Spiegel vorhin. Ja, ich weiß, ich war weggerannt. Ich gebe es ja zu. Okay. Wartet mal, was ist hier eigentlich der Schnell-Umdrehen-Knopf? Oh! Kreiswand nachladen. Also, ich habe den PlayStation 3-Controller dran. Mit diesem Programm, der es emuliert, als wäre es ein Xbox 360-Controller. Das ist auch der Grund, warum ich mich gerade frage, wo denn möglicherweise das... Oh, da ist die Map. Okay. Ich weiß nicht, wo das Umdrehen ist. Naja, egal. Würde ich sowieso nicht hinbekommen. Wenn ich Panik habe. Ich kenne mich ja. Also, was... Oh, scheiße, es geht auf. Nein! So war das nicht gedacht. Okay, sie zielt auf was. Aber ich höre es noch. Na, Hallöchen. Na, kommst du? Na komm. Können wir nämlich... Oh, ein Verteidigungsmesser. Sehr schön. Ja. Il dolcio nemo novito. Mitto. Ich muss ja immer an Shaun of the Dead denken. Das ist so der beste Film. Falls ihr ihn nicht gesehen habt, müsst ihr ihn unbedingt sehen. Einer der allerbesten Zombie-Filme aller Zeiten. Herr Flix, wo kommt denn der jetzt lang? Ist der so lahm oder will der mich ärgern? Okay. Können wir hier was machen? Ein Buntglasfenster, das Muster in der Mitte. Mit der erinnert an eine Frau. So. So ein Dummkopf. Mach mal. Mach! Mädel! Hallo? Hä? Ich erinnere mich! Oh. Da müssen wir noch eine Runde drehen. Ach, wie schön er die Arme ausstreckt. Ich will dich aber nicht umarmen. Okay, wartet mal. Ich weiß nicht genau, wie weit wir gehen müssen, damit er dann nicht aus Versehen halt von dort wiederkommt. Also von der anderen Seite uns dann versucht einzuholen. So, komm. Komm. Weil das wäre natürlich eine blöde Überraschung. Wir bewegen da gerade die Statue und dann plötzlich taucht er auf. Das wäre nicht so schön. Ich gehe mal hier hin kurz. Und dann warten wir, bis er da auftaucht. An der Ecke. Ja. So, hopp. Und diesmal bitte schneller vorbei, Jill. Stell dich nicht so an. Hieran kann ich mich dunkel erinnern. Nein. Ich kann nicht mehr warten. Hey, kann ich ihn nicht kurz hier rumlocken? Wo ist er denn?
Oh Gott, gleich laufe ich ihm in die Arme. Komm her! Ist er total doof? Ja, er ist total doof. Merkt er das echt nicht? Ah! Ach so, okay, er merkt's. Das wäre ja super, wenn man den runterstoßen könnte. So, pff. Adieu. Ja, wir haben beide so unsere Probleme mit der Statue. Ist nicht so einfach, da dran vorbeizukommen. Ich hab's dir ja gesagt, aber du hast es mir nicht geglaubt. Ach, cool, wie der Schatten da an die Wand geworfen wird. So. Sehen wir da eine Totale? Ich glaube leider nicht. Oh, er wird sich bestimmt umdrehen. Egal, schnell. Super. Cool. Ja, ist mir egal. Ich hole mir jetzt erstmal den Stein. Wir haben bisher auch nur 3 Aufnahmebänder, kann das sein? Das ist ziemlich schlecht. Oder probiere ich erst noch so ein Zimmerchen aus? Ah, okay, sie ist von der anderen Seite verschlossen. Oh, das ist auch ein gruseliges Bild irgendwie. Ein Ölgemälde in einem großen Rahmen. Es ist gut erhalten und die abgebildeten Leute scheinen lebendig. Was laberst du, Jill? Sie können vor Dunkelheit und Nebel nichts erkennen. Oh, oh, oh. Ich habe mich vor meinem eigenen Schatten erschreckt. Da. Das ist so fies. Ah, jetzt weiß ich auch, wie man sich umdreht. Alles klar. Ein Ölgemälde in einem großen Rahmen. Die Farbe ist trocken und rissig. Okay, ist das ein Hinweis? Die Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol ist in das Schloss eingraviert. Und da ist noch eine Tür. Und die Tür ist verschlossen. Ein Schwertsymbol ist in das Schloss eingraviert. Okay, also sollten wir auf jeden Fall Spiegelflur und das andere... Ja, die Türen da oben in der Galerie, wo der Zombie sich im Kreis dreht, genau. Schauen wir mal, was da drin war. Sah ja nach einem blauen Stein aus, aber da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wo das hinpassen könnte. Außer es ist in Form einer Pfeilspitze. Da. Nee, sieht aber nicht aus, als wäre es in Form einer Pfeilspitze. Blauer Edelstein. Oh Mann, jetzt haben wir alles voll. Oder ist das hier so eine Kiste, wo man Sachen... Nö. Mann, ich brauche eine Kiste. Ah, oh, scheiße. So, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, jetzt gehen wir auf jeden Fall nochmal auf die Galerie. Und probieren noch die anderen beiden Türen oder war es nur noch eine Tür? Und wenn nicht, müssen wir dann in den Spiegelraum, auf den ich überhaupt keinen Bock habe. Und schade, dass wir noch kein Gewehr haben. Ja, da können wir nur da lang. Hm. Und wir haben volles Inventar. Ich muss die ganzen Sachen mal ablegen, aber... Aha, er kommt von da. Gut, gut. Wo haben wir hier eine Tür? Oh, Mann. Von der anderen Seite verschlossen. Und das hier? Och, Mann. Ein Schwertsymbol. Hä? Wo ist denn der jetzt hin? Ach, kack, der kommt hier lang. Okay, egal. Dann drehen wir halt nochmal eine Runde. Was soll's? Ob ich von hier oben auch runterspringen kann? Wo ist der? Wo läuft denn der lang? Hä? Steht er da genau mittig? Das ist ein bisschen doof. Da kommen wir nicht besonders gut an ihm vorbei. Nee, er ist da drüben. Oder? Ja, er ist da drüben, okay. Ah, also müssen wir zu den Spiegeln. Ja, aber den Zombie, glaube ich, bei den Spiegeln, den kille ich. Den habe ich keinen Bock. Der ist bestimmt voll anstrengend sonst. Der nervt uns. Wo war denn jetzt der Spiegelraum? Wo waren wir denn da lang gegangen? Da hinten hatten wir ja alles. Die war auch zu gewesen, ne? Ja. Ach, ein Helmsymbol. Ich frage mich immer, wer solche Häuser konzipiert. Ich sag dann zu meinem Architekten, ja, aber ich will bitte, dass diese Tür nur mit dem Schwertschlüssel zu öffnen ist. Und die andere bitte nur mit dem Helmschlüssel. Der denkt, ich habe sie nicht mehr alle. Ist hier irgendwas? Kann ich jetzt was machen? Ich glaube, hier muss man ja auch immer die Sachen wirklich verwenden. Aber das brauchen sie jetzt nicht. Und das hier, das brauchen wir jetzt auch leider nicht. Okay, dann halt nicht. Halt, ist das so eine Kiste, wo man Sachen... Ach, Mann, das sind alles Bänke. Ich denke aber, das sind Kisten. So, jetzt müssen wir aber vorsichtig sein.
Man kann hier nie wissen, ob die wiederkommen, weil man kann die auch verbrennen, damit sie nicht wiederkommen. Okay, hier scheint nichts zu sein. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. War das die hier? Nee, die war es auch nicht. Ach, das Rüstungssymbol. Oh, nein. Ah, hier. Ah, ja, hier runter. Und hier entlang. Hä? Ich dachte, hier wären wir durchgekommen. Ich und mein super-duper Gedächtnis mal wieder. Dann war es in der anderen Richtung, da wo der Typ gefressen wurde. Auch nicht schlimm, da können wir auch lang. Sie kann übrigens ja ewig rennen. Aber ich finde es eigentlich auch realistisch, weil ich meine, sie ist so eine super top geheime Mega-Agentin mit einer tollen Ausbildung. Ich finde, da ist es auch mal realistisch, wenn sie dann voll lange rennen kann. Oh Gott, ich hasse das. Ich will nicht sterben. Ach, hier war das noch gar nicht. Das hier ist, wo der Typ rumliegt. Liegt er da immer noch? Ah, ah ja. Kann man sich eigentlich die Fesseln an der Wand angucken? Nö. Also die Leiche gucke ich mir bestimmt nicht an. Die sieht auch aus wie so eine Figur, die sich eigentlich bewegt, wisst ihr? Sieht nicht nach Hintergrund aus, sondern nach Vordergrund halt. Nach beweglicher Sache halt. So, also. Ich bin total bereit. Gott. Hä? Oh nee. Dann heile ich mich jetzt, Leute. Dann gönne ich uns das jetzt einfach mal. Super, jetzt sind wir gesund. Dann nehme ich das jetzt mit. Ja. Hä, hat mir den denn hier getötet? Ich bin jetzt gerade ganz verwirrt. Och, Mann. Ah. Ich trau... Ah, mich nicht! Ich wusste es! Oh. Ich habe keine Patronen mehr. Scheiße. Ah, die Blutlache. Die Blutlache des Todes. Ah. Auch diese ist von der anderen Seite verschlossen. Aber das ist cool, ja, verstehe. Die Spiegel sind auch dafür da, damit man eben... Das sieht sowas von verdächtig aus. Ich gucke erstmal die andere Richtung. Ich habe keinen Bock, instant zu sterben oder so ein Blödsinn. So, was haben wir denn hier? Hey, noch eins! Och, ist das schön. Cool, ja, das können wir ja dann direkt nochmal miteinander verbinden. Oh, kombinieren. Sehr schön. Haben wir nochmal einen freien Slot. Geht's hier weiter? Oh nein, es geht weiter. Wie bei Silent Hill, da bin ich immer viel glücklicher gewesen, wenn die Türen nicht aufgehen. Ich so, ja. Ah, ein Schild. Auf dem Schild ist eine Inschrift. Der Tod ist erst der Anfang. Oh, das sieht nicht so gut aus. Müssen wir uns da beeilen vielleicht? Ich renn lieber. Wartet mal. Ich gehe mal hier so zur Seite. Möge, wer dieses Symbol nimmt, Frieden im Tod finden. Ich gehe mal lieber zurück. Nein, 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 nein! 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 Das ist eine... Wartet! Oh. Verdammt nochmal! Auch wieder so eine Sache, von der ich überhaupt nichts mehr weiß. Okay, gucken wir uns doch erstmal hier um. Vielleicht muss man erst noch, weil der Tod ist alles, was anderes machen, damit man den sicher nehmen kann. Hier ist noch eine Tür. Die Tür ist verschlossen, ein Helmsymbol. Oh Mann! Oder kann man den Hausschlüssel einfach nicht nehmen? Ziehen kann ich hier dran doch nicht, oder es schieben? Der Tod ist alles. Wenn ich was hätte, was genauso aussehen würde, aber ich habe ja nichts. Nee, das brauchen wir jetzt nicht.
Ja, das würde wahrscheinlich Sinn ergeben, wenn ich was in der gleichen Form hätte oder so. Aber so ist das echt zu gefährlich. Ich kann das da jetzt nicht riskieren. Das Ding spießt mich auf. Auf dem Schild ist eine Inschrift. Der Tod ist der wahre Geist der Glückseligkeit. Ja. Oder wartet. Ich probiere noch eine Sache aus. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Nee. Okay, wartet mal. Wir haben ja noch einen Weg, den wir noch nicht ausprobiert haben. Oder kann ich hier schieben? Schieben? Nee. Verflixt. Oh Mann, was war denn das gewesen? Ich weiß es nicht. Oh. Der war da vorher nicht. Ich gehe mal. Ach so, doch, der war da. Ich bin ja toll. So. Okay, dann probiere ich das hier, auch wenn mir das irgendwie Unbehagen bereitet. Okay, ist gar nichts passiert. Was ist das? Ja, Munition. Ja, das nehmen wir mit. Da kann ich direkt mal nachladen. So. Und hier haben wir. Ist da noch was? Tatsächlich, da geht's noch weiter. Aber hier ist auch ein Pfeil. Ah! Oh! Die Pfeilspitze. Mann, ich brauche einen Raum, wo ich Sachen ablegen kann. Wir gucken mal, ob hier hinten. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Sie haben die Tür aufgeschlossen. Oh nee, das heißt aber, dass das nur eine Abkürzung wahrscheinlich ist, oder? So, und an der Stelle müssen wir leider schon das Angezockt beenden, weil es ist ein bisschen ärgerlich, ohne dass ich es bemerkt habe, hat aus irgendeinem Grund das Aufnahmeprogramm kurz nach der letzten Szene aufgehört aufzunehmen. Und ich habe noch 10 Minuten ungefähr weitergespielt und habe schon abgespeichert über den anderen Speicherstand. Ja, das ist ein bisschen schiefgelaufen, würde ich sagen. Deswegen konnte ich das jetzt nicht nachträglich nochmal spielen und aufnehmen sozusagen. Ja, naja gut. Aber wie gesagt, also ich hatte auch von Anfang an wirklich bei Resident Evil HD Remaster geplant, dass es nur ein Angezockt bleiben wird, weil es ist tatsächlich so. Ich habe auf Let's Plays einfach viel mehr Bock, wenn ich die Spiele wirklich noch gar nicht kenne. Also dann ist einfach meistens am motivierendsten für mich. Dann spiele ich die Spiele am liebsten. Und bei Resident Evil sind halt doch immer wieder, da denkt man, oh ja, das kenne ich so ein bisschen, das kommt mir bekannt vor. Und das ist dann doch ein bisschen schade. Im Großen und Ganzen kann ich aber nur jedem, der es noch nicht gespielt hat und auch jedem, der es gespielt hat, diese HD Remaster-Version absolut empfehlen. Sie ist sehr gelungen. Der einzige Wermutstropfen sind wirklich manchmal die Hintergründe, die nicht so hochauflösend sind. Aber ansonsten kann ich da keine großen Mängel erkennen. Also sehr positiv, würde ich sagen. Es ist einfach das Flair wie damals. Ja, also damit verbleibe ich, würde ich sagen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf unser nächstes Let's Play oder Angezockt. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.